Textildesigner sind Profis im Gestalten von fortlaufenden Flächen. Dabei ist die Natur unser ergiebigstes Inspirationsfeld. Insekten kommen allerdings sehr selten vor auf Textilien. Zu Unrecht. An der ETH Zürich lagern große naturhistorische Sammlungen, die von Forschern aus der ganzen Welt besucht und bearbeitet werden. Außer den Spezialisten kennt allerdings kaum jemand diese Schätze. Es freut mich daher sehr, dass die Studierenden der Hochschule Luzern mit ihren Arbeiten die wunderbare Formenvielfalt und auch Verspieltheit der Insektenwelt einer breiten Öffentlichkeit bekannt machen, und zwar auf eine sehr sinnliche und ästhetische Art. Damit veranschaulichen die Studierenden auch sehr schön, dass naturhistorische Sammlungen auch für Künstler, Designer und die Öffentlichkeit ganz allgemein eine reiche Inspirationsquelle sein können. Studierende der Hochschule Luzern ließen sich von den 6 Bänden der entomologischen Sammlung der ETH verführen und haben eigenständige und kraftvolle Designs in verschiedenen Techniken auf Papier umgesetzt. In der Siebdruck- und in der Stickereiwerkstatt sind experimentelle textile Preziosen entstanden.